Hey ho, meine Lieben! Heute bin mal wieder ich bei uns zu Hause zum Essen machen dran. Ja, ich hatte mal wieder Lust auf Hähnchenbrust. Ja, also schnell ein paar Hennerdutter, Hähnchenbrüste organisiert. Und sobald ich da drüben alles hergerichtet habe, sehen wir uns da wieder. Da ich nach so einem Tag Arbeit am Abend auch keinen riesengroßen Bock mehr habe, elends viel zu machen, weil das ja alles immer so lange dauert, machen wir es heute ganz einfach. Die Hähnchenbrüste, ein paar Möhren, mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle mit denen. Ein bisschen Olivenöl und würzen tue ich das heute mit Wild Honey von Red Style Cooking. Der war sehr lecker. Also wie gesagt, damit es heute ein bisschen schneller geht, machen wir das ganz einfach. So, da kann auch schon wieder keiner jammern, wächst ein Holzbrett. Dann kommt da etwas Olivenöl rein. Gerade so, dass sie dann benetzt sind. Einmal ordentlich durchkneten. Und da klatschen wir jetzt unseren Rub mit hinzu. Ihr könnt natürlich selber würzen. Aber selbst dazu habe ich heute keinen Bock mehr. So viel, wie ihr halt meint, dass er braucht. Dann wären die Hähnchenteile schon soweit fertig. Ja, das reicht. Das sollte reichen. Sieht gut aus. Ja, definitiv. Oder? Viel hilft viel manchmal. So, jetzt reicht's aber. Und dann stellen wir die Hähnchenbrüste einfach nochmal auf die Seite, bis sie auf den Grill kommen. Das kann eine halbe Stunde sein, eine Stunde, je nachdem. Gut, ich werde jetzt die Möhrchen schälen und zum Schneiden, wie ich das vorhab, hole ich euch wieder dazu. Und da die Möhrchen ja komplett auf dem Grill viel zu lange dauern würden, schneiden wir die einfach in so Streifen. Dickere so in 3 bis 4. Dass wir ungefähr ja, solche Streifen haben. Gut. Und dann können wir die auf die Seite tun. Ich glaube, ich habe zu viel geschält, aber das ist jetzt egal, die werden jetzt alle gemacht und halt zur Not morgen gegessen. Sollten oder wenn nachher auf dem Tellerbild Kartoffeln auftauchen, nicht wundern, das ist dann Rest von gestern. Gut, Freunde, ich mache das jetzt soweit fertig und dann können wir uns eigentlich oder werden wir uns eigentlich schon draußen am Grill sehen, weil an den Möhren wird sonst weiter nichts gemacht. Na, dann wären wir mal so weit, dass wir unsere Möhrchen platzieren und zwar komplett im indirekten Bereich. Wie gesagt, wenn sie nicht fertig sind, schmeiße ich sie einfach noch in die Pfanne oder fertig werden. Wir werden ja sehen. Ich glaube, ich habe definitiv zu viel geschnibbelt. Macht nichts, ich liebe Möhrchen. Und dann können wir schon unsere andere Dose nehmen.
und unsere Hähnchenteile ganz kurz auf direkte Hitze angrillen. Bevor wir sie dann auch gleich in den direkten Bereich mitziehen. Jetzt haben wir hier noch ein kleines Futzerle. Dauert nicht lange, bloß kurz. Bloß, dass sie ein bisschen angegrillt sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Möhrchen vorher hätte drauf tun sollen. Und dann legen wir unsere Hähnchen einfach auf die Möhren drauf. Deckel schließen, grillen, bis fertig ist. So einfach ist es heute. Und schon wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ja. KT vom Fleisch schauen wir mit einem kleinen Einstechthermometer von Weber nach. Es nähert sich der Zielbestimmung. So auf 72 wollen wir in etwa. Ja, haben wir eigentlich schon fast. Legen wir das Fleisch kurz noch auf die Seite. Tja, das mit den Möhren. Ich weiß nicht, ob das so wirklich was wird. Ich glaube, ich nehme die Möhren raus und tue die doch lieber in der Pfanne machen. Zumindest fertig brutzeln. Dann haben wir von den Möhren gar nichts mehr. Tja Leute, da fällt mir bloß ein, Versuch macht klug. Und dem Fleisch können wir auch noch 5 Minuten geben. Und dann ist das Fleisch soweit fertig. Lecker. Und ich gehe kurz raus, rein, schmeiß die schnell noch in die Pfanne. Ja, bisschen Butter, bisschen anbrutzeln noch und dann sind die auch soweit gut. So, meine Lieben. Oh, so sieht das Fleisch aus. Ich werde jetzt die Cam hineinbringen. Da kann ich euch noch schnell die Möhren in der Pfanne zeigen. Naja, und dann hole ich auch schon Essen rein. Und so brutzel ich die Möhrchen noch mal etwas nach, schön in Butter. Ja, ich denke, die restlichen Kartoffeln, was ich noch habe von gestern, die kommen auch gleich noch mit in die Pfanne, dass sie warm werden. Kleines Probiererle von der Möhrchen habe ich gerade schon gehabt. Die schmecken hervorragend noch aus der Pfanne. Ja, da ist sind mittlerweile die Kartoffeln drin, aber hier habe ich noch was von der Hähnchenbrust. Absolut genial. Ich zeige euch gleich noch das komplette Zusammenspiel auf dem Teller und danach kommt dann auch schon das Fazit. Komplett Fazit. Und so sieht das Ganze nun auf dem Teller aus. Ich lasse mal das Ganze schmecken. Noch mit ein wenig Salat dazu. Jaha. So, meine Lieben, dann kommen wir noch zum Gesamtfazit. Also die Hähnchenbrüste mit dem Wild Honey von Red Style Cooking. Absolut lecker wieder. Ja, dann haben wir ja noch die Möhrchen gehabt, die dann in der Pfanne rausgebraten wurden. Die waren auch hervorragend.
ohne irgendwas zum Würzen. Sehr lecker. Gut, ich habe noch am Teller dann noch ein bisschen Salz drüber. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Ein paar Kartoffeln von gestern, auch noch in der Pfanne schnell rausgebraten. Hat hervorragend dazu gepasst. Was soll ich sagen? Gesamtfazit. Daumen nach oben. Also, mir hat's geschmeckt. Schatzi! Hat's dir auch geschmeckt? Ja, war lecker. Das Hähnchen war total lecker. Jetzt hoffe ich nur, dass du laut genug warst, dass das die Zuschauer mitgekriegt haben. Ich übersetze mal. Ja. Okay, Leute. Das war's für dieses kurze, schnelle Hähnchenbrust-Video. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.